Glück auf, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zurück bei der Insel. Auf der Insel. Ich habe hier ein Soundtor eingebaut und dann habe ich erst gemerkt, dass die Aufnahme nicht läuft. Mehr habe ich auch noch nicht gemacht. Ist gerade früh am Morgen. Und wir haben den 8. Tag auf der Insel. Ach. die nächste Aufnahme. Da hinten sind Kühe. Das ist gut. Die werden wir gleich erstmal schlachten. Mir war aufgefallen, dass bei vielen hier an dieser Stelle irgendwie so ein Schacht ist. Der ist bei mir nicht, komischerweise. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also so ein Schacht nach unten. Die Schafe, die rennen hier rum. Die Kuh, die werde ich jetzt töten. So, Kuh. Nein, nein, nicht im Wasser. Komm mal raus. Komm mal wieder raus aus dem Wasser. Was da gerade vorbeigerauscht ist, ist ein LKW gewesen. Ah, Fleisch, sehr gut. Was ist hier sonst gespawnt? Gar nichts, ne? Ein paar Hühner. Hier sind noch ein paar vereinzelte Bäume. Die werde ich jetzt auch noch wegkloppen. Kloppen alle Bäume weg. Und da machen wir uns ein Boot raus und werden mal auf eine kleine Reise gehen. Ich habe bei der Oma Luise gesehen, dass sie ans Festland gefahren ist. Und das Gute an diesem Festland war, dass dort Zuckerrohr war. Und Zuckerrohr ist natürlich total genial. So, ganz weggeklöpelt den Baum. Und hier ist auch noch ein Baum, der kommt auch noch weg. Wir wollen eine baumfreie Insel haben. Komme ich da überall dran? Ich hoffe doch. Ja, nicht ganz. Okay, Moment. Hier mit der Kohle weggebuddelt. Zack. Jede Insel sieht jetzt mittlerweile schon anders aus. Es haben schon sehr viele jetzt angefangen, dieses Projekt auch zu sich daran zu versuchen. Finde ich total gut. Und wir sind eigentlich noch ziemlich weit hinten dran. So, aber das ist egal. Wir haben Zeit. Aber wir dürfen nicht zu lange warten, denn ich denke mal, der Schwierigkeitsgrad wird immer schwerer werden. Ach, guck mal, hier haben wir noch sogar noch eine Kuh. Und unser Schwert ist fast kaputt. Ich glaube, wir haben aber noch ein Ersatzschwert gehabt. Bleib stehen. Ja, Leder. Ist gut, da können wir uns Bücher vormachen. Da können wir uns Bücher vormachen. Ein Leder. Oh wei. Das bringen wir jetzt alles in unsere Kiste und dann bauen wir uns ein Boot und fahren darüber. Es ist aber schon mitten am Tag. Ist das dumme? Wir dürfen ja nur hier pennen. Wir müssen also ganz schnell jetzt rüberfahren. Wir bauen uns mal ein Boot. Passt mal auf. Ich packe mal so ein bisschen Krams weg. So, ein bisschen Krams. Das Leder packen wir mal weg. Das Fleisch packen wir in den Ofen. Hier haben wir noch viel Fleisch. Damit kommen wir auf jeden Fall erstmal klar. Damit kommen wir auf jeden Fall erstmal klar. Und jetzt bauen wir uns ein Boot. So, ein Boot. Wir bauen am besten gleich zwei Boote. Nicht sieben, sondern zwei Boote. Weil eins könnte eventuell kaputt gehen. Das ist ja immer so ein Ding. Das Fleisch packen wir hier rein. Das braten wir uns gleich wieder. Und dann machen wir uns auf eine kurze Reise darüber zu der anderen Insel. Die müsste ungefähr da liegen, wenn ich das richtig gesehen habe bei Oma Luise. Ab ins Boot. Wir verlassen unsere Insel. Aber nur kurz. Wir wollen nur Zuckerrohr holen. Nur Zuckerrohr holen. Wir müssen diesen Kurs beibehalten und dann kommen wir hier auch wieder zurück. Sehr gut. Ich glaube, so ein bisschen, ja, so ungefähr müsste es stimmen. Wir müssen ja auch hier zwischen den Tintenfischen durch. Ja, der 8. Tag, meine lieben tapferen Freunde. Das Bett dürfen wir natürlich nicht mitnehmen. Das war eine der Regeln. Außerdem darf keine Minimap und keine Koordinaten eingeblendet werden. Ganz, ganz wichtig, damit wir uns nur wirklich an unseren... Ah, da, seht ihr? Und da müsste auch Zucker... Da ist es. Wächst genau da, wo es bei Oma Luise gewachsen ist. Sehr gut. Wir müssen uns aber eilen, weil, wie schon gesagt, es ist noch hell, aber nicht mehr lange. Und so ein Minecraft-Tag, das hat auch der Zordan schon bemerkt, ist unglaublich kurz, wenn man so in Eile ist. So, ich springe mal vorher raus. So, zack. Denn die Boote gehen sehr schnell kaputt bei Minecraft. Das ist so. Wir nehmen es hier alles mit. Wir nehmen das alles mit. Das ganze... Zuckerrohr. Das werden wir dann auf unserer Insel anpflanzen. Da ist eine Höhle. Ja, gut. Aber ich kann auch überall Monster schon wieder hocken. Ich wollte eigentlich noch ein paar Seeds einsammeln oder sowas. Hier ist eine Höhle. Hier ist noch Kohle. Die können wir natürlich auch mitnehmen. Kann ja nicht schaden. Aber wir müssen die Zeit im Auge behalten. Und wir dürfen nicht nervös werden und nicht zu schnell bauen. Wir könnten noch so eine Akazie fällen. Um so ein paar Akaziensetzlinge zu kriegen. Das machen wir, glaube ich, erst. Das ist, glaube ich, wichtiger. Da oben wachsen Akazien. Und dann können wir auch so ein bisschen Inselflair bei uns verbreiten, weil ich finde, diese Akazien passen eigentlich am besten zu einer Insel. So, ich hau jetzt mal die Akazie ab. Jenne. Wir müssen vor Einbruch der Nacht wieder zurück sein, Freunde. Das ist ganz, ganz existenziell wichtig, würde ich jetzt mal sagen. Ein Setzling würde mir reichen.
So, komm zu mir, okay. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen Gras platt. In der Hoffnung, dass wir noch ein paar Seeds rauskriegen. Einfach. Ja. Einfach noch, um mehr Samen zu bekommen. Und es wird aber, glaube ich, schon dunkel. Das heißt, wir müssen schon wieder zurück, verdammt. Ehe die Monstrositäten hier spawnen, müssen wir zurück zu unserer Insel und in unsere Höhle. Einfach mal wild jetzt hier die Samen abgebaut. Das geht natürlich auch ganz schön auf die Konstitution. Okay, ein paar Samen haben wir, glaube ich, dabei rausgekriegt. Und wir haben Zuckerrohr, das war das Allerwichtigste an der Sache. Diese Akazie war jetzt nicht ganz so wichtig. Wo war die? Da. Ist da ein Setzling rausgekommen? Los, wirf einen Setzling ab. Wir haben keine Zeit. Da ist einer. Okay, alles klar. Wir haben einen Setzling. Und zurück zur Insel. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir können noch ein bisschen Gras farmen. Nur jetzt nicht die Zeit verpennen und hier zu lange rumrennen. Hier gibt es noch Hasen. Da hinten ist ein Schwein, sehe ich gerade. Und das kostet unglaublich Energie, hier das Gras abzufällen. Das Zucker, wofür brauchen wir das? Wir wollen natürlich keinen Kuchen machen oder so, sondern das Ziel ist es, zack, 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 wie viel haben wir? 28, sehr gut. Das Ziel ist es natürlich, eventuell einen Zaubertisch zu bauen, auch wenn das in sehr weiter Zukunft ist, damit wir unsere Rüstung noch ein bisschen aufbessern können. So, okay, zurück zur Insel. Wir haben alles, was wir brauchen. Wo ist unser Boot? Da hinten. Aufpassen, dass wir hier nur... Aha, nirgends reinfallen. Das wäre ein Reinfall. Okay, wir haben... Da hinten sind noch Kakteen. Ja, vielleicht ein andermal. Falls wir irgendeine Idee haben, was wir mit den Kakteen anfangen können. Okay, zurück. Hier geht's zurück. Ich muss jetzt... wie schon gesagt, die Aufnahme war erst nicht gestartet. Aber ich habe es Gott sei Dank noch bemerkt, nachdem ich das Tor gebaut hatte. Hier um die Tintenfischminen so ein bisschen rum manövrieren. Wow. Damit die uns nicht unser schönes Boot hier kaputt machen. Ich habe 42 Eisen mit, ist aber egal, weil wenn wir sterben, ist eh alles weg. Dann ist eh alles weg. Musik habe ich keine eingeblendet, das ist nur jetzt die Minecraft-Musik, die eventuell mal losdüdeln könnte. Die ist aber immer sehr zurückhaltend. Und da ist sie schon wieder. Unsere Insel ist also gar nicht so weit weg vom Festland. Auch für alle anderen natürlich ganz interessant, die es jetzt noch nicht eventuell bei Oma Luise gesehen haben. Alle anderen Playlists, die packe ich übrigens in unten rein, ne? Also die sind, findet ihr unten in der meiner Playlist, findet ihr die anderen ersten Folgen von den anderen Let's Playern. Ufoman, Zordan, Cedric Elsius und noch einige. Oma Luise natürlich nicht zu vergessen. So, jetzt pflanzen wir hier gleich mal das Zuckerrohr an. Hier, direkt machen wir uns eine kleine Mauer aus Zuckerrohr hin. Das kann jetzt alles schön wachsen. Wunderbar. Und wir können auch noch mehr Weizen anpflanzen. Wir haben ja hier nur dieses ganz winzig kleine Feld. Das würde ich jetzt mal wachsen lassen. Da würden wir uns noch ein größeres anlegen. Ich esse mal was. Oh Gott, Hähnchen gehen weg wie warme Semmeln. Wo machen wir das mal hin? Unser eigentliches Feld. Ich glaube, hier vorne wäre eine ganz schöne Ecke, um noch ein kleines Feld einzurichten. Hier sind überall die Viecher, ne? Hier ist eigentlich unsere Spawning Area. hier hinten wäre noch nicht schlecht, oder? Haben wir Erde dabei? Wir haben 13 Erde dabei, das ist gut. Dann werden wir hier jetzt einfach nochmal so eine Kante vorsetzen. Das ist auch sicherer, dann kommen uns hier nämlich keine Creeper, die jetzt einmal ins Meer gesprungen sind, kommen hier nicht mehr drauf, oder? Ja, doch, doch, doch. Quatsch. Machen wir hier jetzt noch ein Feld hin. Okay, wir müssen jetzt eh in die Höhle. Ich werde jetzt nochmal schnell die Hühner füttern. Oh, jetzt ist es tatsächlich schon dunkel geworden. Hier, kommt mal her. Ihr beide, ihr liebt euch. Das weiß ich ganz genau. Und ab zur Höhle. Schaf, du kannst hier ruhig mal hier Wolle wachsen lassen. Nochmal, wir brauchen ja keine. Wir haben ja ein Bett. Ich überlege gerade, ob wir die Nacht jetzt überspringen. Ich glaube, es wäre ganz sinnvoll. Das wäre dann eine sehr kurze Folge, unter 10 Minuten. Aber egal, der 8. Tag. Gleich folgt der 9. Gleich folgt der 9. Tag. So, ich mache hier schon mal dicht. Und ja, es wie schon gesagt, wir werden weiter überleben. Das ist unser ganz großes Ziel. So, die Steaks sind fertig. Dann machen wir uns jetzt mal das Eisen rein. Das kann am Morgen reifen. Es wird dunkel. Hier war ja noch ein so eine Ecke. Hier könnte theoretisch was spawnen, aber es ist eigentlich viel zu hell hier drin. Ne? Steaks haben wir genug. Anderes Kram haben wir auch genug. Ja, und dann werden wir mal schauen, wie wir hier weiter vorgehen.
Ich sag mal, liebe Leute, bis zur nächsten Folge bei Die Insel Tag 9 dann.